Ja, also das, was wir hier heute machen in der Glaswerkstatt, ist eben das Aufsägen dieser Glasflaschen, die Patch in dem Instrument Cloud Chamber Bowls verwendet hat. Kann man hier auf so einer ganz alten Fotografie vielleicht gerade noch sehen. Es sind aufgesägte Flaschen, wo die Böden und aber auch die Oberteile nach dem Sägen an Seilen aufgehängt werden und mit verschiedenen Schlägeln an verschiedenen Stellen angeschlagen werden. Also die Flaschen müssen quergelegt werden und dann muss man überlegen, wie man die Schwingungen halt dämpft. Und es gibt immer einen Moment, wo man dann den Schlitz ganz rumgeführt hat, wenn dann nur noch so ein kleines Stückchen übrig ist. Das letzte Stück aufzutreiben, ist ein sehr kritischer Moment, da kann es dann passieren, dass das Glas eben bricht. This shows a picture. This is the opening noise. It's just a white noise. This shows you the fundamental frequency. And these other lines here are the overtones that are present in the sound. You see what's interesting about these big bells is usually that the first overtone is almost always more present than the actual fundamental. Good, 137 hertz. This is our largest bell. And it's going to go down on that lower right-hand corner. I've written down the number of the bell, the frequency that we actually measured the bell, and this is the frequency that it should be. So as you see, some of them don't exactly match. We're going to try to tune them as much as we can. You can only tune them going up, not going down. We can't make the bells any bigger than they already are. We can only cut them off. Hopefully we'll have something, a very close approximation of the pitches we need. I started working with Harry when I was young. And he had the pitches written on the bowls of what they were. Yeah. And I always felt weird because I would play the pitch and I didn't hear the pitches that were on there. And I figured because he was the expert and I was 17 that I just needed to improve my ears. But when I inherited the when I received the instruments years later, I was patient and I took the time and my ears are better. And I said to myself, the pitches that are written on there aren't the pitches that you had, that it said, you know. And it was very mysterious to me, and I ended up concluding that Harry wrote down the pitches he wanted to hear, but not necessarily the pitches that there were. Now, the bowls have broken through the years, and we don't have the technology. I'd like to find out how these are tuned, because I don't know how to do it, because we've always done what Harry wrote down to do, which is that when you cut a bowl, and when one breaks and you cut a bowl, then you put it in where it goes, you know, high to low, and you have a set of beautiful glass gongs, and you rewrite the part to fit the new bowl.
Also, Spoils of War. Zuerst mal hier die Bass-Marimba-Platte. Dann gibt es die Instrumente, nach denen das Spoils auch benannt ist. Dann hier auf der rechten Seite ein Güero. Linke Seite Woodblock. Darunter haben wir die Bamboo Marimba Instrumente. Die Glasglocken auf der linken Seite, eine hohe vorne, tiefe hinten. Der rechten Seite genauso, hohe vorne. Und die Bleche, von denen wir jetzt nur zwei hier aufgehängt haben. Okay, es gibt das Pult dahinter, diese ganzen Stimmmechaniken, die beiden äußeren Flügel, unten die Resonanzkörper. Im Prinzip sind es 12 hintereinander gestellte Gitarren. Ja? Also wir haben immer hier Bahnen von 6 Saiten, die allerdings in einer ganz bestimmten Weise gestimmt sind. Das, was man hier sieht, das haben die Spieler jetzt selbst gemacht, denn es geht bei Parts natürlich immer darum, diese Ratios zu spielen, bestimmte Tonverhältnisse, deswegen sieht man hier so ganz viele Brüche. Und man kann eben auf diesen Flächen jetzt diese Pyrex-Stäbe bewegen und solche Klänge erzeugen. Das, was ich in Amerika gesehen hatte, das ist hier etwas anders konstruiert. Es gibt dort, weiter unten, hat er Löcher gebohrt und hat auf der Innenseite eine Metallschiene. Das Ganze hat aber zur Folge gehabt, dass durch den immensen Zug hier die Resonatoren auch ein bisschen beschädigt sind. Und er hat dann im Prinzip Drähte genommen. Zum Teil Klavierdraht oder alte, dicke Cello-Saiten. Wir haben jetzt hier aus einem Messingstab etwas machen lassen, was einfach viel besser diese Spannung hält. Und hier im oberen Bereich gibt es ein kleines Loch, da ist das Ende von der Gitarrenseite befestigt, wird dann hier durchgeführt über einen kleinen Steg. Kann man hier gerade noch sehen, weil hier zwei von den Brettchen fehlen. Ist dann hier der Steg, da läuft die Seite drüber und überträgt dann eben auf diese Holzresonanzkisten den Klang, wie bei einer Gitarre eigentlich.